Herzlich willkommen an alle, die sich heute dem 9. Post-Digital Lunch des Leibniz Science Campus Post-Digitale Partizipation zugeschaltet haben. Zum heutigen Tag, ich habe hier so einen Hall drin. Ist das richtig? Okay, ich glaube, jetzt wird es besser. Vielen Dank. Dann fange ich nochmal an. Herzlich willkommen an alle, die sich heute zugeschaltet haben zum Post-Digital Lunch des Leibniz Science Campus Post-Digitale Partizipation. Wir haben heute die 9. Ausgabe des Post-Digital Lunch. Hier geht es um das Thema Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen durch Digitalisierung, Potenziale und Grenzen. Mein Gast ist heute Professor Dr. Mario Schreiner von der Otto-Guericke-Universität in Magdeburg. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Herr Schreiner. Genau. Ich bin heute die Gastgeberin. Ich bin ein Mitglied des Leibniz Science Campus und verantworte dort gemeinsam mit Professor Dr. Ina Schiering und von der Westfalia Hochschule in Wolfenbüttel, der Fakultät Informatik, und Professor Dr. Ruth Schilling vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven das Projekt Kulturelle Teilhabe im Museum, Potenziale der Digitalisierung. Es geht in dem Projekt darum, wie Menschen mit mittelschweren bis leichten intellektuellen Beeinträchtigungen quasi die Teilhabe im Museum ermöglicht werden kann, was ihre Teilhabebedürfnisse sind und wie technische Unterstützungsmöglichkeiten sie dabei unterstützen können. Es geht also quasi um die Potenziale von assistiven Technologien im Museum für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Und in diesem Kontext möchte ich gerne mit Professor Dr. Mario Schreiner über die Teilhabechancen von Menschen mit intellektuellen oder kognitiven Beeinträchtigungen sprechen. Herr Schreiner ist seit 2019 an der Otto-von-Guericke-Universität und hat dort eine Juniorprofessur für den Bereich Rehabilitationspädagogik. Zuvor war er an der Humboldt-Universität in Berlin tätig und hat bei Professor Dr. Gudrun Wansing promoviert. Einige, die sich in dem Themenkontext besser auskennen, wird dieser Name sicherlich etwas sagen. Ich will kurz umreißen, worum es in der folgenden Sitzung gehen soll. Und dann würde ich Sie, Herr Schreiner, bitten, sich noch mal kurz vorzustellen, und dann können wir auch direkt in die Thematik einsteigen. Wir schließen heute idealerweise an die letzte Ausgabe des Post-Digital Lunch, die Professor Dr. Dagmar Meyer von der Westfalia Hochschule Fakultät Elektrotechnik anmoderiert hat. Dort ging es um die Potenziale von Digitalisierung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Alltag, von Menschen mit Demenz. Und wir schließen heute quasi an bei der Personengruppe Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen jedweden Alters. Dabei soll es um Fragen gehen wie: Welche Potenziale bietet die Digitalisierung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen? Wie kann die Digitalisierung Teilhabechancen von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen erhöhen? Wie muss so ein gelingender Einsatz vorbereitet werden? Wie kann dadurch Autonomie und Selbstbestimmung erhöht werden? Aber auch kritische Fragen: Was sind vielleicht Gefahren? Besteht durch eine zusätzliche Exklusionsgefahr? Und all das werden wir in der kommenden Stunde vertiefen. Herr Schreiner, vielleicht mögen Sie ein paar Worte zu Ihrer Person sagen. Ja, sehr gern. Zunächst freue ich mich natürlich, hier sein zu dürfen, und freue mich oder danke Ihnen auch sehr für die netten vorstellenden Worte zu meiner Person. Sie haben schon sehr vieles gesagt, weshalb ich mich auch sehr kurz halten kann. Wie gesagt, ich war zuvor an der Humboldt-Universität in Berlin bei Gudrun Wansing im Bereich der Rehabilitationssoziologie. Seit 2019 im April bin ich Juniorprofessor an der Otto-von-Guericke-Universität im Bereich Rehabilitationspädagogik.
habe promoviert zu einem Thema, was unseren Personenkreis gut anspricht, nämlich zu Werkstattbeschäftigten und deren persönliche Meinung zur Werkstatt als solches, mit dem Titel Teilhabe am Arbeitsleben, die Werkstatt für behinderte Menschen aus Sicht der Beschäftigten. Und das liegt schon eine ganze Ecke zurück. Fühlt sich zumindest so an. In 2016 war das an der Universität in Kassel, auch damals mit Erstgutachterin Gudrun Wansing, Zweitgutachterin Vera Moser. Und so ist dann quasi mein Werdegang fortgeschritten, wie eben schon erwähnt. Und aktuell, wie gesagt, bin ich in Magdeburg. Dort arbeite ich an meinen Forschungsinteressen, nämlich alles rund um die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, mit einem Fokus auf Teilhabe am Arbeitsleben und auch die Übergänge in die Teilhabe am Arbeitsleben, wie man zum Beispiel auch an unserem aktuellen Projekt, das in Kooperation mit der Humboldt-Universität stattfindet, sehen kann, wo wir die Übergänge von Jugendlichen aus der Förderschule im Rheinland beobachten, wie die eben nach dem Förderschulzeitende es ihnen gelingt oder auch nicht gelingt, in Ausbildung und Beruf zu wechseln. Ich glaube, das war so ganz kurz ein Überblick zu mir. Wen das mehr interessieren sollte, man findet mich natürlich auch ganz gut im Internet, nämlich auf den Seiten der OVGU, also der Otto-von-Guericke-Universität hier in Magdeburg. Dort steht etwas mehr und dort kann man gegebenenfalls, wenn man möchte, auch gerne Kontakt per Mail zu mir aufnehmen. Ja, jetzt freue ich mich, dass wir das Themenfeld besprechen und bearbeiten werden in der nächsten nicht mehr ganz Stunde. Und ja. Ja, vielen Dank für die Ergänzung, die Sie uns nochmal geliefert haben. Eine Ergänzung dazu habe ich auch noch. Herr Professor Schreiner ist uns im Leibniz Science Campus auch verbunden, insofern als dass er meine Mitarbeiterin Linda Münch bei ihrer Promotion betreuen wird oder betreut und hoffentlich promovieren wird. Also sprich, da gibt es auch eine enge Verbindung. Und es gibt noch eine weitere Ansage, die ich an dieser Stelle machen möchte. Im YouTube-Kanal, über den Sie jetzt zugeschaltet sind, sehen Sie unten links einen Link, einen Feedback-Link. Und dieser Link dient dazu, Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben. Der wird dann zu uns in die Zoom-Konferenz übertragen. Sie können gerne jederzeit Fragen stellen. Wir greifen die auch, wenn es passt, zwischendurch auf oder spätestens am Ende werden wir auf die Fragen eingehen und wir würden uns sehr über eine rege Beteiligung freuen. Bitte nutzen Sie den Chat. Wir freuen uns, wenn Sie auch mitmachen. Aber zunächst werde ich dann mal das Gespräch mit Ihnen beginnen, Herr Schreiner. Ich habe ja eben schon mal das Themenfeld aufgemacht, um das es gehen soll, auf das wir nachher zu sprechen kommen. Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wer uns zugeschaltet ist. Das ist vermutlich auch eine heterogene Gruppe, wo man nicht auf eine gleiche Wissensbasis zurückgreifen kann. Dadurch, dass dieser Campus ja auch sehr interdisziplinär aufgestellt ist, da arbeiten Architekten, Informatiker, Elektrotechniker, aber eben auch Pädagogen zusammen, sodass es Sinn macht, nochmal einen Blick auf die Zielgruppe zu werfen. Um wen geht es hier? Welche Menschen stehen im Fokus für uns? Wir sprechen hier über Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Was kann ich mir denn als Laie darunter vorstellen? Herr Schreiner, bitte. Ja, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen sind häufig die Personen, die auch von der Eingliederungshilfe adressiert werden im späteren Lebensverlauf, also oft Menschen, die mit einer angeborenen kognitiven Beeinträchtigung quasi schon ins Leben gehen, also zur Welt kommen. Das ist in dem Fall erstmal von den Menschen mit Behinderungen ein relativ geringer Anteil von weniger als 5% der Menschen mit Behinderungen, die wir in Deutschland zählen, die von Geburt an behindert sind. Und da gehören für gewöhnlich auch Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen dazu, die mit unterschiedlichen Behinderungsbildern ausgestattet sein können, möchte ich mal sagen, also die mit unterschiedlichen Behinderungsbildern geboren werden. Und im Weiteren sprachen Sie auch davon, dass Sie auch von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen sprechen. Dort würde ich das, also die Abgrenzung ist schwierig, aber das ist etwas, also die Grenzen kann man als fließend bezeichnen, aber ich würde es noch erweitern. Die Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen sind auch Personen, die eine stärker ausgeprägte Lernschwäche haben, die auch von Geburt aus sein kann. Also stärker ausgeprägte Lernschwäche, kognitive Beeinträchtigung lässt sich natürlich schwer abgrenzen, ist auch eigentlich in der Klassifikation nicht wirklich sinnvoll abzugrenzen, weil die sehr ähnliche Problematiken haben, nämlich eben, dass sie manche Dinge im Alltag nur schwer zugänglich, manche Dinge im Alltag nur schwer zugänglich für diese Personen sind, die eben unter anderem
ja, zum Beispiel mit der Schriftsprache Probleme haben können, mit dem Behalten von Arbeitsanweisungen, mit, wenn man auf die Freizeit oder das Museum, wo wir auch hierhin fokussieren gehen, Probleme haben, Erklärungen von Exponaten zu lesen und zu verstehen oder sogar schon auch sich in den Ausstellungen zurechtzufinden. Also man kann grob umsagen, sich die Welt zu erschließen, ist an einzelnen Stellen für die Personen mitunter schwierig oder mit Barrieren behaftet. Und ja, das würde ich so als die Zielgruppe betrachten. Ich hatte vielleicht noch eine rausgenommen, um den Bogen noch rund zu machen. Es gibt natürlich auch Menschen, die intellektuelle Beeinträchtigungen haben, die im Lebensverlauf erworben wurden, zum Beispiel durch eine Hirnerkrankung oder auch eine Hirnschädigung in Form von einem Schädelhirntrauma oder einem vergleichbaren. Die sind häufig auch im Anschluss an dieses Ereignis nicht mehr so leistungsfähig wie vielleicht zuvor und zählen dann auch von der Behinderungsart her in den Bereich der Personen, die kognitive Beeinträchtigung, Lernbeeinträchtigung, Lernschwierigkeiten mit sich bringen. Ja, das ist nochmal wichtig, dass Sie das erwähnen, weil ich glaube auch gerade vielleicht für diejenigen, die den letzten Post-Digital-Lunch auch gehört haben, dort ging es ja um Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen und da wurde sich ja eher bezogen auf sogenannte erworbene Hirnschädigungen, das heißt Menschen, die zunächst eine normale kognitive und motorische Entwicklung durchlaufen haben, werden durch ein Ereignis rausgerissen. Das sind häufig Menschen, die doch schreiben und lesen können, die auch in der Lage sind, sprachlich zu äußern. Das ist bei Menschen mit angeborenen Hirnschädigungen, die häufig auch als intellektuelle Beeinträchtigungen bezeichnet werden, nicht immer der Fall. Und da ist auch nochmal ein größerer Unterstützungsbedarf, der möglicherweise durch digitale Technologien gedeckt werden kann. Jetzt geht es ja uns hier nicht per se einfach um diese Zielgruppe, sondern unser Ziel ist es ja, die Teilhabemöglichkeiten zu erhöhen. Da haben Sie schon ausgeführt, da ist ein Fokus von Ihnen die berufliche Teilhabe. In dem Projekt geht es um kulturelle Teilhabe. Vielleicht können wir allgemein über das Thema Teilhabechancen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sprechen. Wo sehen Sie da quasi, wie ist der aktuelle Stand, wie ist die Rechtslage, wie sind die Wünsche und Bedarfe und wo gibt es auch noch viel zu tun? Naja, wenn man in dem Kontext von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen schaut, dann ist das tradiert, dass die Unterstützungsformen sind tradiert für diese Personen basierend auf der Fürsorge, auf dem Fürsorgegedanken, der ja im 18., 16., 17., 18. Jahrhundert aufkam, eben als Versorgungsleistung oder die Leistung der Armenfürsorge, wo eben insbesondere Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eben durch die Fürsorge adressiert wurden. Und wir sind, um einen Sprung, einen starken oder einen schnellen zu machen, in dem Denken darüber mittlerweile spätestens durch die UN-Behindertenrechtskonvention wurde es wahrnehmbar dazu gekommen, dass wir heute natürlich von der Fürsorgegedanken abrücken möchten hin zu Chancengerechtigkeit und gleichberechtigter Teilhabe der Personen mit egal welcher Form von Behinderung, auch der mit kognitiver Beeinträchtigung, eben in allen Bereichen des Lebens, angefangen von der Familie, den sozialen Nahbeziehungen, was ja den wichtigsten Bereich der Teilhabe darstellt, hin zur Arbeit, die man unbescholten als zweitwichtigsten Bereich der Teilhabe bezeichnen kann, eben dadurch, dass da soziale Strukturen etc. entstehen und auch unter anderem durch den Verdienst, den man generieren kann und die Kontakte, die man knüpft, den Horizont, den man erweitert und was man alles darunter fassen kann, dadurch überhaupt auch erst den Einstieg in eine kulturelle, soziale Teilhabe ermöglicht. Und so gesehen ist das eine Verbindung davon, dass eben die einmal Teilhabe in sozialen Nahbeziehungen vorhanden sein muss und dann daraus sich auch Teilhabe am Arbeitsleben und eben auch kulturelle Teilhabe ergeben, was das Ziel auch der aktuellen Teilhabepolitik, die mit dem SGB IX in Deutschland verfolgt wird, ist, dass eben Menschen chancengerechten Zugang bekommen, egal ob beeinträchtigt oder nicht beeinträchtigt, beziehungsweise auch behindert, wie es der Gesetz gewinnt oder nicht behindert, zu sein, dass eben Chancengerechtigkeit und chancengerechte Zugänge in alle Bereiche des Lebens ermöglicht werden und dort natürlich neben dem Arbeitsleben auch in die Kultur hinein. Aktuell ist die Situation noch so, dass entgegen der Forderung, dass möglichst diese Teilhabe in Regelstrukturen, also sprich am allgemeinen Arbeitsmarkt oder in Freizeitangeboten, die allgemein zugänglich sind für die
Bevölkerungsteile. Diese Teilhabe oftmals bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, insbesondere dann, wenn die kognitiven Beeinträchtigungen gravierender sind, in sogenannten Sondersystemen stattfinden, was dann zum Beispiel Werkstätten für behinderte Menschen sein können und auch die Wohnsituation sich in betreuten Wohnformen bis hin zu stationären Wohnformen, also Wohnheimen, heute mittlerweile oftmals in kleineren Formaten als noch vor Jahrzehnten, vollzieht, was aber dazu führt, dass oftmals die freie Entfaltung, die Selbstbestimmung zumindest beschränkt, wenn nicht bei manchen sogar eingeschränkt ist. Und das ist natürlich Ziel, möglichst in den nächsten Jahren, Jahrzehnten durch diesen Reformprozess der Weg von der Fürsorge zu überwinden und diesen Menschen wirklich Selbstbestimmung, Chancengerechtigkeit, Wahlfreiheit und gleiche Zugänglichkeit zu ermöglichen. Und dazu ist natürlich das Abschwächen, das Abschaffen, wenn möglich, von Barrieren im Zugang zu eben Teilhabemöglichkeiten notwendig. Und darunter versteht sich natürlich nicht nur die barrierefreie Gestaltung im Sinne, dass man Treppen mit dem Rollstuhl nicht mehr überwinden muss, sondern auch eben, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen eben schon angeschnittene Barrieren, nämlich zum Beispiel Schriftstücke oder Schriftbeschreibungen in Museen etc., möglichst auf anderen Dargebungs- oder Darbietungsformen zugänglich gemacht bekommen können, eben in den Kanälen, die sie selbst wünschen und die von ihnen auch gut aufgenommen und verarbeitet werden können. Genau, da haben Sie auch zwei, drei ganz wichtige Stichworte genannt. Es geht ja quasi um Selbstbestimmung, es geht um Autonomie, es geht um Wahlfreiheit, es geht aber auch um Teilhabe auf Augenhöhe. Und genau das ist ja nicht gegeben, wenn ich immer in Exklusionsräumen arbeite, Spezialräume schaffe. Das gilt für die Werkstatt, da muss ja das Ziel sein, in den ersten Arbeitsmarkt zu gucken, reinzustoßen. Auch da kann Digitalisierung hilfreich sein. Da bin ich selbst in einem Forschungsprojekt auch engagiert. Das ist unser Projekt Smarte Inklusion, wo wir genau versuchen, quasi berufliche Teilhabe durch Digitalisierung. Da sehen Sie auch hinter mir die App, die wir entwickelt haben, die Rea Goal App, die genau das ermöglichen soll. Aber darum soll es heute nicht im Fokus gehen. Wir sprechen ja auch über das Thema Teilhabe, kulturelle Teilhabe. Das ist unser Projekt im Leibniz Science Campus. Und auch hier ist die Idee, wir bringen nicht bestimmte Bastelkurse oder Theatergruppen in die Einrichtung der Eingliederungshilfe, sondern da ist das Ziel, die Menschen in die Realwelt zu tragen, ins Museum, beispielsweise ins Theater, dort auch sichtbar zu sein. Das ist etwas, wo sich durch alle Teilhabebereiche durchzieht. Und da sind wir auch schon so ein bisschen beim Thema, wie kann Digitalisierung dabei helfen, bei beruflicher Teilhabe, bei kultureller Teilhabe, bei Teilhabe im Leben in der Gemeinschaft? Wo sehen Sie da Potenziale? Was gilt es auch zu beachten? Das ist ja mit Sicherheit kein Selbstläufer, wie man das vielleicht bei einem 14-jährigen Jugendlichen sich so vorstellen kann. Da braucht es pädagogische Konzepte. Was wird da diskutiert aktuell? Also ich würde grundsätzlich sagen, eine der Sachen ist, es hat gewisse, oder die digitale Teilhabe ist halt nicht voraussetzungslos. Es müssen gewisse Funktionen, gewisse Fähigkeiten angelegt sein oder vorhanden sein, oder es müssen sie zumindest gefördert und unterstützt werden können, damit eben die digitale Technologie auf einem mobilen Endgerät, zum Beispiel einem Smartphone oder Ähnlichem, genutzt werden kann. Das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht allen, also einigen, aber nicht allen der Menschen, die wir eben angesprochen oder adressiert hatten, eben Menschen zum Beispiel mit Werkstattberechtigung, die auch Werkstätten besuchen oder vielleicht auch nicht, aber jedenfalls die diesen Anspruch haben würden, denen wird es nicht von jetzt auf gleich gelingen, im Sinne von, wir geben ein mobiles Endgerät in die Hand, dort ist eine App installiert und jetzt prima, jetzt erschließt ihr die Welt damit. Das wird bei vielen nicht funktionieren, unabhängig, ob jetzt eine Person mit kognitiver Beeinträchtigung oder nicht, ist das ja auch nicht gegeben. Also auch andere Personengruppen, die durchaus nicht affin sind zu der Technologie oder noch nie Berührung damit hatten, benötigen erst gewisse Anleitung und Unterstützung, wie man ja beispielsweise auch selbst an Universitäten oder Volkshochschulen und Ähnlichem sehen kann, dass eben Techniken, Technologien für bestimmte, meistens bestimmte Personengruppen, gewisse Adressatinnengruppen angeboten werden, zugänglich zu machen.
Ja, eben durch Schulung, durch Training, durch Ausbildung etc. Und so denke ich, ist es bei den Menschen mit Behinderungen auch oder bei den Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen auch, dass die eben ja erstmal eine Grundkompetenz haben müssen. Und deshalb sehe ich halt auch bei den Chancen, dass halt besonders stark vermutlich die Personen profitieren würden, die dort mit einer höheren Ausstattung ins Rennen gehen, also die schon mehr Fähigkeiten und Kompetenzen mitbekommen haben oder mitbringen, wenn es eben die Nutzung solcher Technologien geben wird. Ja, das ist, denke ich, gut nachvollziehbar. Wir haben natürlich auch da, denke ich, einen Personenkreis, der ja, einerseits ein hohes Potenzial hat, von Digitalisierung zu profitieren, gleichzeitig das nicht von alleine tut. Wenn ich jetzt an all diese Dinge denke, die eben diese neuen Technologien möglich machen, ne, die Sprachausgaben, die Bebilderung von Dingen, dann kann ich da ja auch doch mehr Menschen durchaus mitnehmen, als vielleicht zunächst gedacht. Ja, ich denke, das bietet ein hohes Potenzial, weil man kann es vermutlich, insbesondere wenn man es partizipativ mit den Personen entwickelt, auch auf, ja, auf eine Weise darstellen, herstellen, was die Menschen auch mitnimmt, anspricht und auch praktikabel für die Personen ist. Also das ist auf jeden Fall wichtig in diesem ganzen Prozess. Und dennoch wird es vermutlich, weil Sie auch eben schon sprachen von Risiken der Exklusion, mitunter Probleme dahingehend geben, dass einzelne Personen, die eben auch schildern, wenn man sie erreichen würde, vielleicht ad hoc jetzt nicht erreicht werden kann. Ich meine, so tief bin ich jetzt in der Technologie in dem Bereich nicht drin, als dass ich sagen könnte, wie weit kann man gehen, ab wann oder bis wann können Menschen mit Technologie angesprochen werden und wo gibt es vielleicht einen Punkt, wo es nicht funktioniert. Aber es besteht nach wie vor dann, oder es besteht nicht nach wie vor, sondern es besteht die Gefahr, die aber schon stets in diesem, ja, der ganzen Arbeit in der Behindertenhilfe, möchte ich es jetzt mal nennen, bestanden hat, dass eben Personen häufiger oder stärker von Ausgrenzungsmechanismen oder von Ausgrenzung auch in den Institutionen, die sich eigentlich um sie speziell kümmern sollen, betroffen sind, je weniger Fähigkeiten die Personen halt erhalten haben oder wiederherstellen können. Und das wäre dann aber auch die Aufgabe, ein Stück weit auch der digitalen Technologien dort anzusetzen und zu versuchen, auch Dinge entweder aufzuspüren mit den Personen gemeinsam, wie man das nutzen kann, oder vielleicht auch Dinge wieder oder neu zu erlernen, um eben dort ja, die Teilhabemöglichkeiten zu erhöhen und auch damit mit den Teilhabemöglichkeiten die ja, Zugänge zu Bereichen außerhalb ihrer gewohnten Kontexte, wenn Sie das denn wünschen. Mhm. Ja. Wichtig ist halt auch immer aus meiner Sicht, dass die Personen selber ein Interesse haben, sich ja auf neue Pfade oder neue Wege zu begeben und dass man dafür auch sensibilisiert. Also ich meine, oftmals ist die Situation bei Menschen, die in Einrichtungen sind, so, dass die häufig längerjährig dort beschäftigt oder wohnhaft sind. Und dann ist es natürlich schwierig, den Horizont zu, oder ist es die Aufgabe, den Horizont zu erweitern, damit die Personen eben auch erfahren können, in quasi emanzipatorischen Prozessen, was sind Möglichkeiten, die sie haben, auch jetzt schon haben und die sie nicht nutzen, was sind Möglichkeiten, die darüber hinaus vorhanden sind, sei es bei Arbeit, sei es bei Freizeit, sei es bei Partnerschaft und kultureller Nutzung. Und dafür müssen diese Personen oder die Personen möglichst sensibilisiert werden durch eben qualifizierte Angebote, die auch digital unterstützt sein können oder auch sollten hinsichtlich einer stark sich digitalisierenden Welt, um die Personen eben nicht weiter abzuhängen. Also wenn man heute schaut, wie oft ist Internet zum Beispiel in betreuten Wohnformen vorhanden, dann ist das deutlich weniger als beim Bevölkerungsdurchschnitt. Wie oft werden neben also mobile Endgeräte oder darüber hinaus Laptops, Computer etc. genutzt, dann ist es nochmal oder auch weniger als bei Menschen, die eben nicht in solchen im Eingliederungshilfe-Settings leben. Und genauso ist es dann, wenn man fragt, wer nutzt dann der Arbeit häufig den Computer für einzelne Arbeitsschritte. Das ist bei Menschen eben mit den intellektuellen Beeinträchtigungen oder kognitiven Beeinträchtigungen auch deutlich weniger gegeben als bei den Vergleichspersonen, die eben im selben Alter sind, aber nicht anerkannt behindert sind oder denen man keine intellektuelle oder wie auch immer geartete Beeinträchtigung zuschreibt. Ja, vielen Dank für die Ausführung. Ich denke, da sind nochmal zwei ganz wichtige Themenkomplexe angesprochen wurden von Ihnen, die ich gerne vertiefen würde. Das eine ist, das Stichwort viel partizipative Entwicklung, partizipatives Vorgehen, möchte ich gerne ergänzen durch partizipative
Forschung. Da ist ja gesamtgesellschaftlich gerade auch so ein ganzer Schub in der Teilhabeforschung unterwegs, wo ganz klar gesagt wird, wir möchten nicht, dass von den Menschen selbst, die sagen, wir möchten nicht, dass über uns entschieden wird und wir möchten auch nicht, dass irgendjemand etwas für uns entwickelt. Wir wollen von Anfang an dabei sein. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, hochaktuelle Entwicklung, die wir gerade beobachten. Und das andere Thema, was Sie angerissen haben, waren die Betreuungspersonen, der Internetzugang. Das sind ja, der Internetzugang ist ja nicht zufällig in der Einrichtung oder nicht. Da steckt ja jemand hinter. Da ist ja eine Leitung da, die das möchte oder eben auch nicht. Also man kann fast sagen, da haben wir es damit zu tun, dass die Caregiver, die Betreuungspersonen ja so eine Art Gatekeeper-Funktion haben. Die entscheiden, wie weit jemand mit reingehen kann, wie weit technische Geräte vorhanden sind. Ja, ich würde fast so weit gehen, korrigieren Sie mich gerne zu behaupten, ja, die Betreuungspersonen haben so eine zentrale Position in diesem Kontext, vor allen Dingen, wenn keine Angehörigen da sind, dass es an denen hängt, wie weit eine digitale Teilhabe möglich ist, wie weit technische Geräte vorhanden sind. Würden Sie das so stehen lassen oder ist das eine zu steile These aus Ihrer Sicht? Ich würde es kommentieren und würde es herleiten, weil wir waren ja eben dabei, dass die Forschung zunehmend partizipativer wird, dass Menschen mit Behinderungen in ihrer eigenen Sache und darüber hinaus auch zu Gehör kommen und eben ihre eigene Sicht der Dinge auf Dinge, die sie auch betreffen, darlegen. Wenn man sich Forschung anschaut, die letzten 20, 30, vielleicht auch 40 Jahre, dann sieht man, dass ganz viele empirische Erhebungen, gerade zu Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, häufig in einer Art Stellvertreterposition durchgeführt wurden. Also wurden Betreuer oder betreuende Personen, pädagogisches Personal in Werkstätten befragt oder in Wohnstätten befragt, etc. pp. Und man hat immer so diese advokatorische Stellvertreterfunktion gesucht. Und das ist ja doch schon sehr stark diesem Fürsorgedenken, diesem Schutzdenken geschuldet. Auch das Denken dieser Person und aber auch dieses Herangehen, dass die Person mit geistig oder kognitiven Beeinträchtigungen eben nicht als Ansprechpartner für Forschung direkt in den Fokus gezogen worden sind, was jetzt die letzten Jahre vermehrt geschieht, wie man sehr, wie Sie schon richtig sagen, auch sehr stark an diesen partizipativ ausgerichteten Forschungsvorhaben der Teilhabeforschung und darüber hinaus sehen kann. So, und aus diesem Duktus raus, der sich dort über Jahrzehnte etabliert oder über Jahrhunderte sogar etabliert hat, ist es natürlich, so wie Sie richtig sagen, auch gebunden dran, wie innovativ, wie experimentell und so weiter sind denn Menschen eingestellt eben in den Einrichtungen. Da heißt es dann, ja, okay, wir stellen Internet und Computer und so weiter bereit und wir vertrauen darauf, dass die Menschen damit lernen, umzugehen, dass das schnell geht. Das kann man auch unterstützen durch, weiß ich was, eben auch zum Beispiel Schulungsangebote zum Internet, zum Umgang mit dem Internet etc., wie es auch ja, für Jugendliche, für Erwachsene und so weiter angeboten wird, die eben Angst haben, sich dort zu verhalten im Internet, um nicht Verträge versehentlich abzuschließen, nicht auf irgendwelche, ja, nicht, wie gesagt, nicht seriösen Seiten zu stoßen etc. Und das kann man ja mit Menschen mit Behinderungen durchaus auch in ähnlicher Form mit angepassten Möglichkeiten tun. Und da sehe ich halt schon einerseits innovativere Personen in der Behindertenhilfe, die das eher ermöglichen, so würde ich das mal unterstellen, und Personen, die vielleicht auch, ja, es A unterstellen, dass das nicht funktionieren würde, also dass die Person das nicht hinbekommen, weil die können ja auch kein Buch lesen oder anderes Ähnliches als Idee oder als Erklärung da herbeigezogen wird. Und dann auch der Moment, dass man natürlich auch mit dem Zugang zu solchen Technologien eine gewisse Selbstständigkeit, eine gewisse Emanzipation erwarten kann, was auch mitunter, das ist jetzt unterstellt, auch mehr oder weniger eine steile These vielleicht, das könnte man wahrscheinlich auch nachweisen, aber dass man auch Angst läuft, gerade bei gewissen Personengruppen oder Berufsgruppen, dass man vielleicht sich selber überflüssig machen könnte, eben durch eine starke, ausgeprägte Emanzipationsprozesse gleichwohl, dass in der Behindertenhilfe oder auch in der sozialen Arbeit eigentlich das anzustreben ist, nämlich meine Personen, mit denen ich mich beschäftige, die ich unterstütze und denen ich eigentlich als Assistent und als Begleiter gegenüberstehen sollte, statt als
statt als advokatorische Vertretung, dass ich die befähige, eben durch Möglichkeiten, und dazu gehört aktuell die digitale Technik natürlich sehr stark dazu, dass ich diese befähige, dass die lernen, über Hilfe zur Selbsthilfe, ein ganz alter Spruch in der sozialen Arbeit, dahin kommen, sich wirklich selbst zu vertreten, sich ihre Dinge selbst zu gestalten und selbst ja für sich Verantwortung auch zu übernehmen, und das im Sinne von, was jetzt, wie ist die Arbeitsstelle, wie sind die persönlichen Verhältnisse in Bezug auf Beziehungsgestaltung, auf Freizeitgestaltung etc. Und das würde natürlich ja andere Arbeitsbereiche für die Personen, die jetzt ihren Job in dem Bereich machen, bedeuten. Das bedeutet nicht, dass die wegfallen und dass Unterstützung unnötig wird oder ähnliches. Das ist damit überhaupt nicht gesagt, sondern es würde halt auch diesen Bereich Behindertenhilfe, nenne ich ihn jetzt mal als Globalbegriff, verändern. Kann ich nur unterstützen, was Sie gerade ausgeführt haben. Das ist auch unsere Erfahrung in den aktuell laufenden Forschungsprojekten. Die Digitalisierung will begleitet werden. Das macht viel Arbeit. Da wird erstmal keiner überflüssig. Die Arbeit ändert sich. Es müssen die technischen Geräte entsprechend vorbereitet und bereitgestellt werden, um dann den Leuten das Autonomieerleben zu ermöglichen. Aber dadurch wird die Arbeit für den Betreuer nicht weniger. Bevor wir da weitermachen, wir haben schon zwei Fragen im Chat, die ich gerne einfach jetzt mal dazwischen schieben würde. So kommen wir quasi, springen wir vielleicht thematisch ein bisschen, aber ich denke, diese Flexibilität bringen Sie sicherlich mit, Herr Schreiner. Natürlich. Und zwar ist im Chat eine Frage angekommen: Was für digitale assistive Technologien gibt es bereits zur kulturellen Teilhabe von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen? Wie weit ist hier der Stand der Forschung? Das ist interessant, weil ich die Tage gerade recherchiert habe oder lassen habe zur Digitalisierung im kulturellen Bereich, und es ist tatsächlich wenig zu finden, zumindest was publiziert ist, was offen findbar ist in Bibliotheken, im Internet und sonstiges. Es gibt einiges zum Teilhabe am Arbeitsleben. Da kann es zum Beispiel sein, dass Robotik genutzt wird, um Personen in Werkstätten zum Beispiel zur Endkontrolle zu befähigen. Zum Beispiel dieses, wie heißt es denn? Ja, ich komme gerade nicht auf den Namen, das habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber ja, da gibt es ein Projekt, was mir auch bekannt ist, sehr gut. Und genau. TU Dortmund vielleicht? Ja. Ja, ja. RWTH Aachen, aber es ist auch involviert. Aachen auch, ja. Okay. Ja. Oh, ich müsste es nachreichen, wenn es interessiert. Ich kann es gerne nachreichen. Ich möchte jetzt keinen falschen Namen bringen, nicht, dass was mein X drin vorkommt. Aber ja, nein, und dann gibt es Ähnliches wie die Reha-Go-Lab, die sie entwickelt haben, wo man eben Anleitungen digitalisiert, um auf personale Hilfe, Unterstützung, zum Beispiel beim Ausführen von Anleitungen im Gastronomiebereich und Ähnliches abzielt. Solche Dinge gibt es schon, aber digitale Unterstützung, digitale Lösungen, speziell für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, die auch da für diese Person speziell entwickelt worden, das ist mir jetzt wenig bekannt. Es gibt natürlich Apple für die Sehbehinderten, meines Wissens nach, der Marktführer, der dann auch dort einiges für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, Sehbehinderungen bereitstellt. Aber sonst ist, glaube ich, insbesondere der Bereich der Freizeit sehr wenig betrachtet worden bis dato, weil, ich hatte es eben auch schon mal angedeutet, im Wesentlichen der Bereich der Arbeit, unabhängig von Menschen mit oder ohne Behinderung, zentral ist erstmal vor dem kulturellen Bereich. Ja, das ist der Warnung in der Teilhabeforschung, lässt sich das auch so nachweisen, dass die Wertigkeit tatsächlich dort gelagert ist. Und aus diesem Grund vermute ich, dass sich Technologien, die in der Arbeitswelt Einsatz finden, sich durchaus auch adaptieren lassen und adaptiert werden für den Bereich der Freizeit. Eben, ich denke, dass das Probefeld oder das Feld, wo man testen wird, wird der Bereich der Arbeit sein, um dann darauf zu kommen, und vermutlich auch die Personen, wenn sie damit arbeiten und damit umgehen können, den Wunsch dazu äußern werden, sagen, Mensch, wenn das an der Arbeit gut funktioniert, eben mit assistiven Technologien, die digital sind, dann wird das in der Freizeit auch ähnlich gut funktionieren. Ich denke, dieser Fortschritt und dieser digitale Wandel wird auch dadurch dann beflügelt werden, dass man eben Dinge aus der Arbeitswelt mit in die Freizeit und seine eigene Wohnumwelt nimmt. Ist ja in der Welt der Digitalisierung, die ich jetzt ja auch seit einigen Jahren verfolgen kann, auch so gewesen. Der Computer war vorher am Anfang, wie er rauskam, kam kein Mensch auf die Idee, sich den ins Wohnzimmer zu stellen. Erst standen der überhaupt in Rechenzentren, dann in Arbeitszimmern, und später jetzt hat jedes Kind, hätte ich jetzt fast gesagt, hat irgendwie Zugang zu einem Computer oder besitzt einen eigenen.
Genau, das kennen wir ja auch, oder man kennt es ja auch aus der Forschung. Da ist ja leider Gottes in vielen Bereichen auch immer noch die militärische Forschung der Vorreiter. Dann geht es in die Arbeitswelt, das ist ja ein gängiges Vorgehen. Und ich kann auch nur das unterstützen, was Sie ausgeführt haben, was Teilhabe, was kulturelle Teilhabe, was Digitalisierung angeht, sind ja vor allen Dingen Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigten die Personengruppen, die am besten versorgt sind. Das liegt vielleicht auch an der Natur der Sache. Und es ist aber leider auch immer wieder so, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, welcher Ursache auch immer, die Gruppe sind, die meist am weitesten zurückliegt. Ich würde gerne noch die nächste Frage aus dem Chat loswerden, die inzwischen eingegangen ist. Und zwar knüpft die auch an das an, was wir vorhin schon kurz adressiert haben. Spielt hier nicht auch eine Medienkompetenz von Mitarbeiterinnen der Behinderteneinrichtung eine Rolle, inwieweit der Einsatz von digitalen assistiven Technologien in Einrichtungen vorangetrieben wird? Da hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, dass die eine ganz zentrale Rolle haben, fast so eine Türöffnerfunktion oder eben auch Türschließerfunktion. Genau. Ja. Rolle der Medienkompetenz. Ich denke, das ist ja nicht speziell aufgefallen ist bei Menschen, die in den Behinderteneinrichtungen tätig sind, sondern als globales Problem, zumindest in Deutschland, aber wahrscheinlich in ganz Europa, vielleicht sogar weltweit. Bei einigen Ländern mehr, bei anderen weniger. Ich glaube, wir haben in Deutschland jetzt nicht die Spitzenposition in der Digitalisierung und Medienkompetenz und Mediennutzung eingenommen. Aber man hat ja beispielsweise in den letzten zurückliegenden Monaten, fast 2 Jahre, gesehen, welcher Aufschrei zustande kam, als man gemerkt hat, wie wenig digitalisiert, wie wenig vernetzt, wie wenig involviert auch in diese Mediennutzung. Wir sind in Deutschland im Kontext der Lockdown-Situation in der Pandemie. Und dort wundert es nicht, dass, wenn es insgesamt global betrachtet auf die Bevölkerung eher entwicklungsbedürftig oder entwicklungswürdig ist, würde ich es jetzt mal nennen, dass dann bei den Personen, die vermeintlich auch aufgrund ihrer marginalisierten Lage, die oft herbeigeführt ist, also nicht selbst von den Personen gewünscht, sondern herbeigeführt eben durch die Lebensbedingungen, die sie nun mal vorfinden und wo sie Chancen haben, hineinzukommen, dass dort bei diesen marginalisierten Personen, wo man durchaus bei Menschen der Behindertenhilfe, wo man so sprechen könnte, dass dort die Situation besonders schlecht oder prekär ist, eben im Sinne von, dass dort bestenfalls Mobiltelefone vorhanden sind, Smartphones vorhanden sind, aber eben sonst wenig oder keine Infrastruktur für und zur Digitalisierung. Also das würde ich bei Menschen mit Behinderung als noch schlechter einschätzen, beziehungsweise bei Menschen mit Behinderung, die in institutionalisiert leben, so wollte ich sagen, da würde ich es noch mal schwerer oder schwerwiegender einschätzen, die vermeintliche Unterversorgung oder den vermeintlichen Mangel an Zugang. Und da würde ich aber jetzt schon sagen, klar, das könnte anders sein, wenn die Personen, die dort den Tagesablauf mitstrukturieren, selber ein höheres Bewusstsein für die Digitalisierung hätten, möchte das aber nicht als bösen Willen irgendwie oder als Absicht unterstellt haben, sondern ich denke, das ist einfach, es spiegelt sich das wieder, was in der Bevölkerung sich abzeichnen lässt. Und das ist dort nochmal wie ein bisschen so eine Art, wie im Brennpunkt der Linse sozusagen. Weil dort ist auch die Wahrnehmung am geringsten zu sagen, Menschen mit Behinderung müssen auch Zugang zu Internet und so weiter haben. Das gibt Untersuchungen dazu, wo auch rauskommt, dass tatsächlich die Menschen in den Behinderteneinrichtungen deutlich weniger Zugang zur digitalen Technologie haben. Genau, da sind wir auch Studien und Untersuchungen bekannt, erste zumindest aus Deutschland. Die Frau Heidplatz hat da 2 Studien zu publiziert, meine ich. Wir haben ja jetzt die Situation, da treffen mehrere Sachen quasi so intersektional aufeinander. Wir haben Menschen, die sind beeinträchtigt, wir haben eine schlechte digitale Ausstattung und dann, wir hatten es vorhin schon mal kurz adressiert, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, mit intellektueller Beeinträchtigung werden häufig auch unterschätzt, ihre Fähigkeiten. Und die werden natürlich auch unterschätzt, was ihre digitalen Fähigkeiten angeht. Ich kann da auch kurz ein eigenes Beispiel bringen. Meine Mitarbeiterin Linda Münch,
wir waren ja durch den Lockdown auch alle ins Homeoffice verbannt. Die Forschung ging nicht weiter. Dann hat man erstmal gewartet. Irgendwann war klar, wir können jetzt nicht jahrelang warten, es muss was passieren. Und Sachen, die in Präsenz geplant waren, sollten dann digital stattfinden. Es sollten Interviews digital stattfinden. Erst waren alle skeptisch, aber vieles ist möglich. Und ich glaube tatsächlich, da kommen quasi doppelte, dreifache Benachteiligungen aufeinander und führen im schlechtesten Fall auch zu einer Exklusion, weil ich glaube, wenn man jetzt die Digitalisierung nicht vorantreibt, dann wird die Kluft immer größer. Und ein Punkt, der gehört meines Erachtens dazu, das ist natürlich die Unterstützung durch die Betreuer, das ist natürlich die Versorgung mit Endgeräten, aber natürlich auch die ganz zentrale Frage, wer bezahlt am Ende? Also, ne, das ist ja auch etwas, was in diesen ganzen Kostenverhandlungen bisher überhaupt nicht vorgesehen ist. Ja, das sehe ich auch so. Also ich kenne jetzt eigentlich keine Fälle, dass Eingliederungshilfeträger zumindest zur Freizeitgestaltung etwas finanzieren würden an Technologien. Das wäre mir jetzt so nicht bekannt. Mag sein, dass man das, oder zumindest nicht in den Einrichtungen, aber gut, es ist auch, heißt doch nicht, dass mir nicht bekannt ist, dass es nicht vorkommt in der Realität. Ich würde dort auch zum Umdenken kommen und gekommen sein, nach und nach. Aber ich denke, viel einfacher ist es nach wie vor, auch als Mensch mit im Eingliederungshilfeanspruch, ja, wo ja häufig, wie schon anfangs erwähnt, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung oder kognitiven Beeinträchtigung oder starker Lernschwäche betreut oder untergebracht sind oder versorgt werden sozusagen. Da wird es vornehmlich so sein, dass diese Förderung für elektronische, assistive, digitale Technologien eben auf den Bereich der Arbeit bezogen sind oder halt auf den Bereich Kommunikation und solche Dinge, die man auch ja, abbilden kann, zum Beispiel Talker oder Ähnliches. Aber ich gebe Ihnen recht, dass die Kluft zwischen Menschen mit Behinderung, die ja eben an der Digitalisierung weniger beteiligt werden und den Menschen, die bessere Zugänge dazu haben, die wird größer, weil ich denke, dass sich das durch die Digitalisierung der Fortschritt schneller bewegt, das sieht man ja auch, als wenn man nur auf ja, greifbaren analogen Dingen arbeitet oder mit greifbaren analogen Dingen arbeitet, sodass es schwerer sein wird, Lücken zu schließen, die jetzt eh schon groß sind, eben durch gewisse Bedingungen, denen die Personen ausgesetzt sind. Das wird mit der Digitalisierung schwieriger. Also wenn man da jetzt den Anschluss nicht schafft, auch in den Einrichtungen und so weiter, dann werden die Personen halt noch deutlicher sichtbar, ja, als besondere Personen in der Bevölkerung wahrnehmbar werden, weil die eben nicht das Zugticket auf dem Handy buchen können und haben oder weil sie nicht gewisse Informationen im Internet abrufen können. Also das wird aus meiner Sicht zu einer Benachteiligung führen, wenn man nicht versucht, möglichst viel Innovation und Digitalisierung auch eben für diese Personengruppe, über die wir heute sprechen, bereitzustellen und auch zu finanzieren und auch die Einführung, wie schon mehrfach erwähnt, davon zu begleiten. Und nur was zu kaufen und die Kästen hinzustellen, wird nicht funktionieren. Es braucht dazu etwas mehr. Auch unter anderem eben angepasste Apps oder Software oder ähnliche Dinge, die eben speziell zugeschnitten sind für die Bedürfnisse von den Personen, die aber auch wiederum nicht nur speziell für die Personengruppe, sondern auch individualisierbar sein müssen, weil wir sprechen nicht von einem homogenen Personenkreis, sondern es sind sehr heterogene Persönlichkeiten dahinter, die auch jede für sich unterschiedliche Ansprüche stellen wird an eben eine App zur Digitalisierung. Aber auch das ist vermutlich technisch möglich, weil man sieht ja, es gibt ja durchaus lernende Systeme, die sich an ihre Nutzerinnen und Nutzer anpassen können. Also alles das bietet ein hohes innovatives Potenzial, was vermutlich die nächsten Jahre gehoben werden kann, soll oder auch vielleicht sogar wird. Und wie gesagt, bei den Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen ist natürlich die große Krux, wie Sie eben schon sagten, wer wird das bezahlen? Wer stellt da Geld zur Verfügung, um das umzusetzen, zu leisten? Und auf der anderen Seite, wie bedeutsam ist das für den Rest der Bevölkerung, dass eben diese Personen auch gleichberechtigt und vollumfänglich an gesellschaftlichen Strukturen teilhaben können und das mitunter gelingen kann, eben durch eine digitale Unterstützungsinfrastruktur.
Definitiv. Also wir sind ja da auch an so einer Zeitenwende, wie ja auch quasi der Titel des Leibniz Science Campus schon zeigt. Ne? Wir sind ja, wir sprechen über postdigitale Partizipation. Das heißt, wir sind ja schon nicht mehr in der Phase der Digitalisierung, sondern haben diese schon abgeschlossen. Die Digitalisierung hat unser Leben bereits so durchdrungen, dass wir uns kaum noch entziehen können, wie Sie ganz schön gesagt haben, wie soll der Fahrkartenverkauf funktionieren ohne digitale Zugänge. Der Weg wird immer schmaler, eine analoge Fahrkarte zu bekommen. Und wenn man hier nicht eine neue Explosionsblase schaffen will, dann muss sicherlich da auch die Digitalisierung vorangetrieben werden. Ich sehe allerdings, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Wir haben schon viele interessante Themen adressiert. Für alle die, die noch Fragen loswerden möchten oder auch Kommentare oder vielleicht auch noch mal einen neuen Themenbereich aufmachen möchten, nutzen Sie die Chance. Jetzt können wir noch die Dinge aufgreifen. Ansonsten würde ich gleich gerne noch mal auf das Thema kulturelle Teilhabe, um das es ja auch in unserem Projekt geht, zu sprechen kommen. Sie haben ja zu Recht gesagt, okay, es geht meist mit der beruflichen Teilhabe los, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Dann kommt so aus meiner Sicht lange nichts und dann kommt die kulturelle Teilhabe. Jetzt gibt es in jüngerer Zeit auch den Begriff digitale Teilhabe. Das ist ja so ein bisschen so ein entweder übergeordneter Begriff, der in allen Bereichen berufliche, soziale und kulturelle Teilhabe reinspielen kann. Ja, und mich würde auch noch mal die Frage interessieren, warum ist eigentlich die kulturelle Teilhabe so ein stiefmütterlich behandelter Bereich, der, ja, manchmal hat man den Eindruck, das ist ein Luxus, den macht man, wenn am Ende des Tages noch ein bisschen Zeit oder Geld übrig ist und ansonsten wird der für nicht so relevant erachtet. Also aus meiner Sicht sollte es kein Luxusgut sein, die kulturelle Teilhabe. Es sollte jedem, der sie wünscht, zugänglich sein und das auch zu einem finanziellen oder in einem finanziellen Rahmen oder in einem Kostenrahmen, der leistbar ist. Leider ist das nicht zwangsweise so gegeben, je nachdem, auf welche kulturellen Ebenen man sich begibt und was man da konsumieren möchte, kann das so sein, dass das vielleicht einzelnen Leuten verschlossen bleibt, eben wegen Kosten, wegen Barrieren etc. Das ist schade und könnte oder sollte man ändern, weil Kultur und Teilhabekultur ja eigentlich ein Allgemeingut sein sollte zur Zerstreuung, zur Information, zur Weiterbildung und zur Formung von sich selbst für alle Personen, die das wünschen. Das vielleicht zum einen, um diesen zweiten Aspekt, den Sie genannt haben, vorzuziehen. Und jetzt kommen Sie ja auf diese Frage, erst Arbeit, dann Gemeinschaft, und am Ende steht die Kultur. Und das ist, glaube ich, ja, das ist tradiert, das ist ein anthroposophisch angelegtes Moment in unseren Gesellschaften, die eben eine Entstehungsgeschichte hatten oder ja auch an dieser Entstehungsgeschichte fortsetzen. Es ist nun mal tatsächlich auch in der Auffassung der Bevölkerung, also für das für die Friedrich-Ebert-Stiftung hat Gaspar Hollmann in 2015, die ich sehr gerne zitiere, eine Befragung gemacht, eine repräsentative zu den Bedeutung der Lebensbereiche Familie, Partnerschaft, Arbeit, Freizeit und Kultur und Gemeinnutz, also Beteiligung an gemeinnützigen Sachen. Und dort kam ganz klar raus, dass natürlich Erstgenannte, nämlich Familie und soziale Nahbeziehungen, dass die am stärksten von allen Bevölkerungsgruppen oder beziehungsweise von allen Altersgruppen, die befragt wurden, so muss ich richtig sagen, gewählt wurden als bedeutendster Lebensbereich, dann gefolgt über alle Altersgruppen, also vom erwerbsfähigen Alter bis ins Rentenalter, wurde dann die Arbeit genannt. Und an dritter Stelle die Freizeit, aber weit abgeschlagen. Und an vierter Stelle schon fast, ja, fast nicht mehr bedeutsam, könnte man fast sagen, der Gemeinnutz, das Ehrenamt. Das ist also gar nicht so lange her, dass das befragt wurde. Und man sieht,
ja, auch dort die klare Orientierung hin zur Arbeit geprägt durch Erwerbsarbeit, mit der man eben Einkommen generiert, um dann aus dem Generierten sein Leben zu bestreiten und dann eben, wie Sie schon richtig sagen, mit dem, was über ist oder noch verfügbar ist, Freizeitkultur zu gestalten. Kann ich jetzt, also ich meine, das kann man natürlich unterschiedlich bewerten und man könnte auch sagen, ja, wir könnten auch nur Freizeit machen, aber dieser Trend, den es gab in den letzten drei Dekaden des vergangenen des vergangenen Jahrhunderts, es gab also ab den 70ern wirklich einen Trend, wo viele Leute geantwortet haben, dass auf so ähnliche Befragungen, dass ihnen die Freizeit wichtiger wäre als die Arbeit, aber spätestens im Jahr 2000 ist die Umkehr zustande gekommen und war es der Trend umgekehrt und die Leute sagen wieder häufiger, ja, Arbeit ist wichtiger als Freizeit. Und das sieht man ja auch in dieser 2015er Studie, dass es ja tatsächlich, wie Sie schon sagten, damit zusammenhängt, dass unsere Prägung kulturell ist, erst Arbeit, dann Gemeinschaft und am Ende steht die Kultur. Okay, wir lassen das jetzt vielleicht einfach mal so stehen. Es sind nämlich noch zwei Fragen im Chat und ich möchte auch die Chance nutzen, Sie nochmal darauf hinzuweisen, auch für die, die vielleicht ein bisschen später reingekommen sind. Die Fragen auf dem YouTube-Kanal können über Tweetback auf der Seite links unten gestellt werden. Und ich habe vorhin eine Frage übersehen, weil die fast zeitgleich mit der anderen reingekommen ist und eine zweite ist auch noch reingekommen. Die würde ich Ihnen jetzt gerne stellen. Und zwar beginnen wir mit der Frage, wie stehen die Zahlen von Internetzugängen und technischer Ausstattung den tatsächlichen Bedarfen dieser Personengruppe gegenüber? Gibt es hierzu Daten? Gute Frage. Sind mehr notwendig und würden diese auch genutzt werden? Oh, das ist jetzt schon eine recht spezielle Frage. Also mir ist dazu nichts bekannt. Wissen Sie da Konkreteres, Herr Schreiner? Ich glaube, globale Daten sind nicht vorhanden. Ich weiß, ich habe mal was gelesen. Wie gesagt, das ist immer schwierig. Jetzt, man kann ja nicht in allen Bereichen alle gemachten Studien kennen, wissen und namentlich zitieren können. Also ich kann das zumindest nicht. Es gibt bestimmt Kolleginnen und Kollegen, die das können. Aber ich weiß, ich habe in der Vergangenheit in einer Fachzeitschrift mal was gelesen, wo die untersucht wurde, wie gut die Ausstattung mit Internetangebot in den Einrichtungen, der zum Wohnen ist und in den Einrichtungen, die dort untersucht wurden. Das waren aber auch nicht so sehr viele. Das war jetzt auch im Kontext von der Corona-Pandemie. Da kam heraus, dass ja man einen sehr breiten Entwicklungsbedarf hat, um es mal zu formulieren. Also man kann dort viel, viel machen. Und ich denke, wenn wir parallel zu Menschen in Einrichtungen oder mit intellektuellen Beeinträchtigungen die Bevölkerungsmehrheiten nehmen oder den Bedarf der Bevölkerungsmehrheiten, dann sehen wir ja in Deutschland, es ist ja an wenigen Orten Glasfaser bis ins Haus gelegt. Das ist ja momentan so eins der großen Themen, dass man zukunftsfähig bleiben muss oder will. Dann muss man Glasfaser haben, eben weil die Bandbreiten sich erhöhen werden, die auch die Anwendungen nutzen und so weiter. Und so, wenn wir das wieder ähnlich wie bei vorangenannten Themen, wenn wir das übertragen auf die Menschen, die eben in Behindertenhilfekontexten leben, dann kann man davon ausgehen, dass der Bedarf dort noch höher ist wie bei der Bevölkerung allgemein. Und so gesehen wäre es aus meiner Sicht wichtig, dass man dort bei diesen Personen auch jetzt ansetzt, entsprechend massiv ansetzt. Sonst wird man wirklich dazu kommen, dass man diese Stufe oder diese Schere oder diese Lücke, die aktuell schon besteht, noch vergrößert, mit der Gefahr, dass man sie dann gar nicht mehr geschlossen kriegt, weil dann werden ja vielleicht weitere, es sind ja Generationen, die dort auch teilweise durch in diesen Einrichtungen nachleben oder auch eben von diesen ausgrenzenden Mechanismen, unabhängig ob nur Einrichtungsstruktur oder nicht betroffen sind, dann wird sich das fortsetzen und man wird es vielleicht tatsächlich irgendwann vor der Realität stehen, dass es Menschen gibt, die vielleicht noch nicht mehr eine Zugfahrkarte sich erwerben können, weil eben diese schmalen Zugänge, die noch persönlich analog möglich sind, immer weniger werden. Und ja, dann haben wir Personen, die, ja, keine Ahnung, noch weiter ausgeschlossen sind, weil sie eben keinen Zug nutzen können, vielleicht kein Zeitgemüse etc. Ja, also kein schönes Szenario, was Sie da gerade zeichnen, aber ich glaube, genau das muss man in der letzten Konsequenz mitdenken. Und ich will da auch nochmal zusätzlich zu bedenken geben, wir haben es ja hier auch mit einem, es war ja die Frage nach den Bedarfen von diesen Menschen. Und wir haben ja hier einen Personenkreis, dem es oft nicht so leicht fällt, die Bedarfe zu formulieren und zu fordern. Das vielleicht nur als Randbemerkung. Ich würde gerne noch die verbleibende Frage im Chat adressieren. Und zwar
möchte der oder die Zuschauerin wissen, gibt es Daten dazu, in welchem Umfang Menschen mit Beeinträchtigungen Kulturveranstaltungen aufsuchen, beziehungsweise wie groß ist überhaupt das Interesse? Gibt es da überhaupt ein Interesse an kultureller Teilhabe? Hui, das sind ja ganz schön grundsätzliche Fragen, die hier auftauchen. Es gibt Interesse dran, Kulturveranstaltungen aufzusuchen. Wie genau der Umfang ist und ähnliches, das kann ich nicht belegen. Ich kann nur sagen, wir haben eine noch nicht ausgewertete Literaturrecherche die letzten Wochen betrieben, wo es auch um einmal die digitale Nutzung von Kultur und die Nutzung von Kulturveranstaltungen oder überhaupt kulturellen Angeboten von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen geht. Das ist bei uns noch ein Stück weit nicht untersucht, der Fundus dazu. Aber man kann sagen, allein wenn man die Anzahl sieht, wie wenig es dazu an publizierten Studien gibt, über welche Jahre die sich erstrecken, also nicht irgendwie, dass es konzentriert dicht irgendwie jetzt sagen lässt, da wurde mal genau zu geforscht, jetzt weiß man da einiges, sondern es ist auch über viele Jahre hin, zieht sich das, was man findet, sodass man sagen kann, ja, das wissenschaftliche Interesse ist recht gering und die Beteiligung an der Kultur, je nachdem vermutlich von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, auch eben wegen Barrieren im Verständnis, im Zugang und so weiter, nicht so stark gegeben wie bei der Bevölkerungsrest, wobei auch dort, wenn man das betrachtet, ich denke, ich würde nicht, liege nicht falsch, wenn ich sage, Kultur ist ja breit und zum Beispiel das, was man vielleicht als Hochkultur wie Theaterbesuch oder ähnliches beschreiben kann, ist ja auch bei vielen Bevölkerungsgruppen nicht das, wie man sich in der Freizeit beschäftigt, unabhängig ob intellektuell oder sonst wie beeinträchtigt. Das steht generell oder ist per se schon so, dass es eher einen Personenkreis anspricht, der nicht die breite Bevölkerung abbildet. Ja. Vielleicht ganz kurz aufgreifend den Bedarf, den Menschen mit Behinderung haben oder mit intellektueller Behinderung, digitale Medien zu konsumieren, den halte ich für sehr groß, weil, wie Frau Müller eben gerade richtig sagte, ist es ja so, dass die oftmals Personen Schwierigkeiten haben, ihre Bedarfe zu formulieren. Das liegt aber auch häufig daran, dass keine Horizonte vorhanden sind. Also wenn ich immer in gleichartigen Strukturen mit vielleicht bevormundenden oder assistierenden oder ersetzenden Betreuungsszenarien lebe, dann bin ich irgendwann an dem Punkt, dass ich selber auch nicht weiß, was kann ich überhaupt leisten und was brauche ich, um meine Wünsche zu erfüllen? Was ist notwendig, damit ich meinen Freizeitwunsch erfüllen kann oder was ist notwendig, damit ich mich beruflich verändern kann, etc. Und eben auch Internet bietet durch die schnelle Informationsmöglichkeit durchaus große Potenziale für Menschen mit verschiedenen Benachteiligungen und Beeinträchtigungen und auch kognitiven Behinderungen und Beeinträchtigungen, eben dadurch, dass man Szenarien oder Informationen bekommen hat, welche Szenarien, welche Möglichkeiten für einen auch anstelle und anstatt möglich und denkbar und auch realisierbar sind. Vielen Dank. Herr Streicher, es ist noch eine Frage reingekommen. Wir haben jetzt noch 4 Minuten. Ich würde diese Frage gerne noch stellen. Bitte Sie um eine kurze Antwort und dann haben wir vielleicht auch noch Zeit für ein ganz knackiges Resümee. Die Frage, die noch reingekommen ist, betrifft die Betreuperson. Wie steht es im Bereich der Technologie für Betreuende bzw. Begleitpersonen? Welche Entwicklungen sind hier sinnvoll und notwendig? Wie können diese Angebote sinnvoll ineinander greifen? Okay, das ist natürlich auch wieder ein ganz neuer Themenkomplex, der sicherlich nicht erschöpfend in 2 Minuten zu bearbeiten ist. Können Sie eine knappe Antwort liefern? Ja, das fällt mir jetzt auch leicht, weil da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Aber ich denke so rein intuitiv, wenn diese Begleittechnologie so sein soll, dass die Begleiter, die zu Begleitenden unterstützen sollen, dann muss es so sein, dass Anregung, Möglichkeit und Wissen dazu geliefert wird, wie ich eben helfen kann, die digitale Technologie bei den Menschen mit Beeinträchtigung nutzbar zu machen. Also sprich, Dinge, die eine Art Anleitung bieten, wie ich mich als Informationsgeber, Helfer, Unterstützer darstellen kann, um eben zu ermöglichen, dass möglichst autonom nach einer gewissen Trainingsübungsphase die Technologie seitens der eigentlich adressierten Nutzerinnen genutzt werden kann. Ja, vielen Dank für die kurze Antwort.
Ich würde Sie noch um ein abschließendes Statement bitten. Was sind aus Ihrer Einschätzung nach die zentralen Aufgaben, die anstehen, wenn wir über die Inklusion von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen durch Digitalisierung nachdenken? Was würde da auf der Agenda stehen, Ihrer Einschätzung nach? Ja, man muss, glaube ich, ganz elementar anfangen. Man muss die Leute abholen, wo sie stehen, also sprich Angebote machen, vielleicht auch zum Beispiel durch Peer-Beraterinnen, die eben auch in den letzten Jahren sich von Nicht-Nutzern zu Nutzern entwickelt haben und auch daraus ihren eigenen Benefit sehen, um das eben auch auf Augenhöhe in Einrichtungen oder zu Personen, die eben mit kognitiven Beeinträchtigungen versehen sind, zu bringen, eben nicht von oben herab, sondern eben auf diesem Peer-Level, diesem gleich betroffenen Level, würde ich sehr gut finden, um dort Interesse zu wecken, tatsächlich Angebote zu nutzen, sich aktiv einzubringen, auch weitere Angebote zu entwickeln, um dort dann Strukturen zu erreichen, eben wissenschaftlich begleitet, unterstützt und so weiter, dass man ja diesen aktuell schon entstandenen Nachteil, dieses Hintertreffen möglichst wieder aufzuholen und auch dahin zu kommen, dass man sich soziale Welten erschließen kann und somit Teilhabe in allen Bereichen des menschlichen Lebens unterstützt werden kann, eben bei den Personen, die es wünschen und in dem Umfang, wie die Personen es wünschen und nutzen können und wollen. Vielen Dank, Herr Schreiner. Da haben wir zeitlich fast genau eine Punktlandung hinbekommen. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen für das spannende Gespräch und ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben und denjenigen, die auch mitgemacht haben, die Fragen gestellt haben. Und ich bedanke mich natürlich auch beim Leipzig Science Campus und bei Martin Streicher und Jakob Lassack für die Organisation. Herzlichen Dank an alle. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank auch von mir an alle Beteiligten, besonders an Sie, Frau Müller, für das nette Gespräch. Sehr gerne.